Kann ein Furz in der Öffentlichkeit zu einer Anzeige führen? Hallo Freunde, ich weiß, dass es eine komische Frage ist, aber kann ich angezeigt werden, wenn mir in aller Öffentlichkeit ein Furz entweicht? Liebe Grüße, Dorfdepp 2015. Wie mache ich das? Oh mein Gott, ich spiele mich selbst. Ich spiele mich selbst. Wie ist das möglich? Wie kann das nur sein? Oh mein Gott. Und mein Roboterfreund, der ist daneben und liest. Muss er lesen? Ist es scannen? Scannt er, er zu lesen? Gibt es in der Zeit hier wirklich noch Bücher? Boah, das fand er gerade spannend. Vielleicht ist es Roboterpornografie. Das würde Sinn ergeben. Hey Leute, wie geht's euch stets? Ich hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz, ganz fantasmöse Zeit von der letzten Folge auf heute. Heute geht's weiter in Ratchet & Clank 2. Das ist ein Teil der tollen, tollen Serie. Enkidus versucht mit seinem Leben klarzukommen. Nicht verwechseln mit Enkidus sucht einen Sinn im Leben. Denn diese Serie hier wird ganz bestimmt ausgespielt werden. Nicht wie die anderen Sachen, die ja nur angespielt werden. Zu schauen, ob es euch gefällt und so weiter. Das hier gehört zu meinem alten, alten Projekt, das ich gestartet hatte vor 3 oder 4 Jahren jetzt. Indem ich versuche, alle Ratchet & Clank-Spiele auszuspielen. Dazu gehört eben auch Ratchet & Clank 2, das man hier sehen kann. Er spielt gerade selbst Ratchet & Clank 2. Ist ein kleiner Spoiler. Das fand ich richtig verwirrend gerade. Egal. Wir drücken hier auf Start. Wir werden das Spiel ausspielen. In diesem neuen, schönen Format, das ich jetzt seit ein paar Monaten nun führe. Und das wird ganz, ganz toll werden. Ihr werdet es sehen. Das ist ein geniales Spiel. Ich liebe es. Wir werden von vorne starten, wer sich zurückerinnern kann an vor 3 Jahren. Da habe ich schon 6 Folgen aufgenommen gehabt für Ratchet & Clank 2, aber ich werde es nicht weiterführen. Ich werde es von vorne starten. Ich glaube, wenn man hier auf Laden drückt, nee, nicht mal. Ich glaube, wir haben es auf Emulator gespielt. Ich wollte gerade sagen, da ist noch unser Speicherstand, aber das existiert nicht. Hier sind alle Speicherstände von mir von vor ein paar Jahren. Aber die können uns egal sein. Wir nehmen den neuesten Speicherstand hier unten und drücken auf Los. Willkommen bei Moderne Helden. Heute geht es um das Duo, das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat, Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte und Würstchen essen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir, also bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden. Willkommen. Was zum... Abercrombie Fizzwidget, Gründer der Megacorp in der Bogon-Galaxie. Bogon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringendster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichung. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten. Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütiglichen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Crank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorp. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Bogon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Stricken, Standardtänze und Origami. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis Insektoziden aufhält. Schleicht euch dort ein und berafft ihr das Experiment. Sir, bereit zum Start.
Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück. Ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. Und das sind wir. Woo! Endlich Ratchet Clank 2. Woo! Das war ja so anstrengend, gerade die Luft anzuhalten über jede Sequenz. Das mache ich, by the way. Über jede einzelne Filmsequenz halte ich die Luft an, egal wie lang sie ist. Das ist Tradition. Ich liebe, by the way, den Versuch von Fizzwidget. Der Name ist komplex. Wie er versucht, schlaue Wörter zu sagen und die einfach voll und ganz falsch ausspricht. Schrecklichung und weiß nicht was, alles ist genial. Egal, wir sind hier, wir sind Ratchet, für die, was nicht Ratchet Clank kennen. Es ist ein wunderschöner Action-Plattformer mit sehr viel Humor drumherum und einem genialen Storytelling eigentlich immer dabei. Wir sind dabei, jetzt von einem Meisterdieb das Projekt zurückzustehlen, das er uns, nicht direkt uns, aber anderen Leuten gestohlen hat. Wir starten mit zwei Waffen, mit dem Lancer und der Graph-Bombe. Die sind wunderschön, alle beide. Oh, yes, ist das toll. Oh, ja. Und los geht es. Wir sammeln Bowls, so kaufen uns Waffen, wir ermorden alle Unschuldigen. Das ist das, was wir einfach tun. That's how it be, that's how it does, ja. Gut, sehr gut. Oh. Lass uns hier uns durchkämpfen. Ah, das Spiel ist so schön und so toll. Wenn ihr euch, by the way, wundert, warum die Grafik jetzt schlechter geworden ist nach 3 Jahren, liegt es daran, dass es mir endlich möglich ist, nun dank einer Capture Card, die ich mir ergattert habe, dieses Spiel direkt von der PlayStation 2 aufzunehmen. Deswegen gibt es jetzt keinen Emulator mehr, der das logisch abspielt, sondern direkt die PS2. Das macht logisch die Grafik ein wenig schlechter. Dafür laggt es nicht, dafür gibt es keine Texturfehler, dafür fühlt sich alles authentischer an und das ist generell einfach geiler. Oh, I guess es gibt hier... Oh, ich wollte gerade zeigen, es gibt hier wahrscheinlich anscheinend eine Atmosphäre, weil ich einfach atmen kann, aber nee, ich habe eine Maske an. Let's go. Zack, zack. Gut, wir haben im ersten Teil von Ratchet & Clank, also Ratchet & Clank 1, die Galaxie, also die Solana-Galaxie, da wo wir herkommen, gerettet vor dem bösen Drake, der nicht nur einen sehr lustigen Namen hat, sondern versucht hat, mit seinem Ultrakapitalismus einen Planeten nach dem anderen zu zerstören, neuen zu kreieren dadurch und den dann auch nochmal zu zerstören, nochmal selber in einer anderen Galaxie zu tun. Den haben wir besiegt, jetzt sind wir hier. Und da vorne ist es ja schon. Damals. Ende. Wir nehmen den, gehen nach Hause und das war's. Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Wow, hey, nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. Wow. Nach der Cutscene instantly wieder Kampf. Ich verstehe nicht, ich glaube, es ist in ziemlich jedem Ratchet & Clank Spiel, ist Ratchet in der Cutscene einfach übelst der Angsthase, Angst-Lombax, I guess. Und die Sekunde, die Millisekunde, wo er raus ist aus der Cutscene, fängt dann alles zu zerstören, was er findet. Da vorne, Hände hoch und alles, statt einfach die Waffe selber zu zucken. Schau mal, das kann er in einer Millisekunde, schau, bumm, Waffe. So schnell geht das, schau. Wir haben das da und Waffe. Das materialisiert sich in unserem Handschuh. Die Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. Oh nein! Wir werden verfolgt. Die Halsabschneider sind jetzt auf uns losgeschickt worden. Herr Jemini, dieser Halunke, dieser Schurke, dieser Bösewicht an Meisterdieb. Den Meisterdieb kann man... Oh, hi. Was war das jetzt? Ah! Hilfe! Apropos, wegen keine Texturfehler.
Gott sei Dank gibt's logisch auf der PS2 auch keine Bugs oder sowas. Also von dem kommen wir logisch auch weg, indem wir nicht den Emulator benutzen, wie man sehen kann. Oh, fuck yeah. Puh, ich hab ja vor einer Weile angefangen, jetzt auf dem Kanal hier, diesem wundervollen Kanal, den ihr, by the way, followen solltet und das Video liken solltet, wenn ihr auch so gehypt seid wie ich auf das tolle Projekt hier. Habe ich angefangen, alle möglichen Serien, die ich da gestartet habe, alle möglichen Spiele, die ich nicht weiterspielen werde, im Titel von der Playlist schon so umzubenennen. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr eine Folge von mir seht und unsicher seid, ob ich das Spiel weiterspielen werde oder nicht, dann könnt ihr einfach in die Playlist gucken und das steht dort im Titel der Playlist. Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest. So schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge. Ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Ach, jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Das ist convenient, dass der große rote Knopf da ist. Schon unterwegs. Woo! Miau! Oh yes, die Loading Screens sind wundervoll. Und eben in dem bei dem Ratchet & Clank 2, dem alten Let's Play, steht eben jetzt beendet. Da wir es nicht weiter berühren werden, wir fangen hier wieder von vorne an. Es sind viele Jahre vergangen, da machen wir nicht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das können wir ja nicht tun. Gut, wir sind hier, wir sind jetzt auf, wie heißt der Planet? Ich habe jetzt nicht zugehört. Zack, miau. Wir haben, oh, wir sind so close. Warte, sind die Boats genug? Nein. Okay, aber die hier sind genug. Zack, wir kaufen uns nämlich nun unsere erste Waffe neben den Lancer und der Gravitationsbombe, die wir noch nicht benutzt haben. Sieht aber, gosh, schau mal das an. Wir kaufen uns jetzt den Wurfstern. Woo! Ich möchte mir zur Mission machen, jede einzelne Waffe zu kaufen, die es gibt. Also gehen wir erst diesen Weg. Nein, den anderen. Diesen Weg. Diesen Weg. Es gibt zwei Wege. Wir nehmen diesen Weg. Schön. Ich würde sagen, wir versuchen, eine Waffe nach der anderen hochzuleveln. Vielleicht wäre es aber auch ein wenig geschickt, würden wir dennoch die anderen auch gebrauchen. Vielleicht ist es dumm, eine nach der anderen nur zu nehmen. Ja, wir nehmen alle einfach, wie wir sie gerade brauchen. Zack. Wunderschön, das ist der Wurfstern. Geniale Waffe, die Gegner automatisch ersucht und bis zu dreimal treffen kann. Super toll. Zack. Eins, zwei und anscheinend war das Teil da, die dritte. Zwei, oh, wo ist zwei? Zwei und drei. Oh, schön. Hey, hey Larry, wie geht's? Larry? Larry? I guess Larry ist gerade Perlentauchen gegangen. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Zack. Flonsk. Und... Ah, da ist er ja. Hi, Larry. Maximales Nanotech erhöht. Besiege mehr Gegner, ich hab ein Gefühl, als hätten wir gerade Larry umgebracht. waren wir gerade Ursache für jemanden umgebracht. Wir haben einen Zaubertrick gemacht, womit Larry unsichtbar wird. Für immer. zack, zack. Der Wurfstern ist super. Ich liebe den Wurfstern. Brux. Mazel Tov.
Steuerung. Ja. Gut, das sind zwei von denen. Dann benutze ich mal den da. Probier den aus. Drei von denen. Schau das an. Boom. Ey. Noch zwei. Gemeinheit. Der hat aber aufgeräumt gerade. Zwei Bomben und sechs Gegner umgebracht. Zurück im Wurfstern. Oh yes. Woo! Leute, wenn ihr mehr solche Let's Plays sehen wollt, wie dieses hier, dann abonniert bitte. Ich habe schon einmal gesagt, ich weiß, ich möchte das auch nicht zu oft auf die ganze Zeit wieder erinnern. Das weiß ich, ist nervig. Ich meine nur, indem ich halt dann sehen kann in der Statistik, Leute haben bei dem da mehr abonniert oder mehr geliked oder sowas, dann kann ich auch dann verstehen, Leute wollen mehr von dem und dem Content sehen. Und das macht es mir dann leichter, mehr Sachen zu bringen, die euch neben mir logisch auch gefallen. Zack. Und komm schon. Ach komm. Zu viele Bounces. Oh, mir fehlt Clank. Ich freue mich, wenn wir Clank zurückgeholt haben oder ihn halt abgeholt haben von Megapolis. Dann können wir endlich ein bisschen uns mobiler bewegen. Oh, das war smooth. Oh, hi Larry! Da war er! Seht ihr? Ihm geht's gut. Ihm geht's super! Ihm geht's super, wie man sehen kann. Scheiße! Ich bin Emulator gewohnt. In Emulator trifft er viel schlechter! Wow, scheiße! Ich wusste nicht, dass der Emulator leichter ist. Oh mein Gott, Hilfe. Der trifft hier viel besser hier. Okay, einfach immer auf die abwechselnd zwischen den Flossen. Oh, schießen dann. Okay, wir kriegen Larry, glaube ich. Ja, wir kriegen Larry nicht zurück. Okay. Ihm geht's sicherlich super. Dann konnte uns die Tentakel gerade nicht treffen. Oh, meine Güte, der hat uns das low gemacht. Scholy Mickels. Und bomb. Oh, es ist immer so mächtig. Erstens, die Waffe ist mächtig. Die macht Wumsk und dann ist alles verchao. Und zweitens, oh. Baba! Und zweitens, einfach Bumm zu sagen und dann eine Explosion zu sehen, ist einfach, das fühlt sich noch einmal noch satisfyingerer an. Dynamo, wir haben jetzt ein Dynamo. Ich glaube nicht, aber dass ein Dynamo normalerweise das Ding ist, aber egal. So. Gehen wir zum Lancer zurück hier, machen alle Waffen ein bisschen durch und dann leveln wir dich alle schnell hoch. Und da sind wir im Laden, I guess in dem Laden, in dem der blöde, super doofe Ultra-Dieb, oh hi Larry, vorher war. Zack, zack. Oh, was gibt's Besseres als unseren tollen Schraubenschlüssel? Okay, I guess ein Raketenwerfer. Oder sowas. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gibt es eigentlich einiges, was besser ist als der. Eigentlich ist so ziemlich jede Waffe, die wir haben. Obwohl, so ein Damage die Sekunde vielleicht nicht mal. Weil der macht schon gut Damage. Am meisten, wenn ich den hier mache. Schau mal, der war gone. Instantly gone. Und unsere Lancer zum Beispiel, der braucht like 5 Schüsse oder so. Schüss. 5 Schüsse. 5 Schüsse. Um denselben Gegner unaliven. Zu entleben. Zack. Oh, wie machen wir das denn mit der Folgenaufteilung? Ich würde vorschlagen, wir machen einfach einen Planet pro Folge. Das hatte ich in einem anderen Versuch, das hier aufzunehmen, über den ich nicht reden will, weil holy shit, das war die Hölle. Das hatte ich dort auch gemacht und es war super, bis ich einmal vergessen habe, auf die Aufnahmetaste zu drücken, weshalb dann ich einen ganzen Planeten gemacht habe ohne Aufnahme und ich habe geweint und das jahrzehntelang. Zack! Let's go! Da war gerade ein Schwanz, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war gerade ein Schlonkerdonker. Da können wir noch nicht rauf, wir haben nicht die Magnetstiefel. Aus dem Grund hat man uns alles mögliche in Ausrüstung gegeben, zwischen Rüstung und zwei Waffen, aber nicht Magnetstiefel. Zack. Fizz Widget, die
Geizige Sau. Los, los, los. Yes. Woo. Widget, melde dich. Bist du da? Ja, Mr. Fizz-Widget. Hör zu, ich habe neue Informationen, was den Verbleib unseres Experiments anbetrifft. Der schändliche Dieb wurde auf Megacorps Magda Resort versichtet. Und die Halsabschneider haben einen Störsender in die Umlaufbahn von Magda Resort geschleppt. Und du stinkst. Soll ich ihn ausschalten? Genauestens. Er diskonfrapoliert die jährliche Galactic Gladiators-Übertragung. Sieh dir das an. Sind Sie stark genug, mutig genug, verrückt genug, um mit zwei der wildesten Kämpfer der Galaxien in den Ring zu treten? Wenn Sie mit Ja antworten, sind Sie ein verdammter Lügner. Aber das macht nichts, denn Megacorp bringt die Galactic Gladiators exklusiv als Megafuel-Ereignis in Ihr Zuhause. Zuerst geht's ums Überleben des Stärkeren in unserem Bio-Wettkampf. Seien Sie dabei, wenn die Kettensäge gegen unsere Gastgladiatoren antritt. Die Kettensäge ist seit 500 Kämpfen ungeschlagen. Wenn der Wettkampf zwischen Lebensformen nicht nach Ihrem Geschmack ist, werden Sie unsere Roboter nicht enttäuschen. Seien Sie dabei, wenn sich die Kandidaten unserem vierarmigen Banditen stellen, dem B2-Brüller. Brüller! Mit dieser Maschine kann es kein Lebewesen aufnehmen. 6 Tonnen Carbonox-Legierung gehen auf die Jagd. Und es gibt keinen Trostpreis, denn dieser Killer kennt keine Gnade. Also worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an und holen Sie sich die Kettensäge und den B2-Brüller in Ihr Wohnzimmer. Aber räumen Sie vorher das gute Geschirr aus dem Weg. Haha! Die Galactic Gladiators gibt's nur bei Megafuel. Rufen Sie jetzt an. Kettensäge, hä? Hab die Koordinaten. Ratchet Ende. Arena, 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 Arena. Arena. Ah, shit, ey. Arena, Arena. Let's go. Zurück zum Schiff. Einer der zwei Wege ist gemacht. Er schickt uns direkt an den Fuß des anderen Weges. Yes, yes, yes. Wir werden jetzt einen Planet nacheinander machen. Das heißt, dieser Planet hier, den wir, nachdem wir beendet haben, vielleicht noch einmal angucken werden, wie er heißt. Machen wir in dieser Folge. Und nächste Folge ist danach Magda Nebula, wo wir jetzt gerade eben die Koordinaten für bekommen haben. Kalongs und Bong. Und, so. Schön aufgeräumt hier. Oh, Arena. Ich liebe Arena-Kämpfe. Ich liebe sie. Ich werde wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge alle Arena-Kämpfe machen. Das wären sehr viele. Ich werde vielleicht irgendwann eine Folge machen, in dem ich einfach alle restlichen Arena-Kämpfe mache. Ich werde alle Bossfeinde besiegen, das bestimmt. Also B2-Brille und Kettensäge kommt ganz, ganz bestimmt dann in der nächsten Folge dann eben. Wenn ich das wirklich durchziehe mit einem Planet pro Folge, kommt die dann dort vor. Und dann geht's weiter. Und irgendwann machen wir eine Folge mit allen Arenas und allen Levels in allen Arenen. Denn ich bin mir sehr sicher, wenn ich mich gut genug erinnere, zurückerinnern kann an das Spiel hier, gibt es mehrere Arenen. Und das wird super geil. Das turnt mich mal richtig an, ja. Bitte? Ach komm, als ob die mich noch getroffen hat. Und ich war so confident und bleib einfach stehen. Ich hab's genommen. Wie ein Mann. Wie ein Lombax-Mann. Wie ein Lobbenmann. Hat Ratchet ein Geschlecht eigentlich? Like, ist er ein Männchen von den Lombaxen? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke? Ich denke schon. Er hat eine männlich konnotierte Stimme. Also sicher bin ich mir jetzt nicht. Go, 1, 2 und... Wow. Dreimal können wir in diesen Sumpf springen, in dem Larry Perlen tauchen ist. Larry ist sicher super. Ganz, ganz sicher. So, und... Whoop! Und zack! Ich kenne alle Abkürzungen. 1, 2... Apropos Bug, hier ist jetzt die ganze Zeit die... Mall Soundtrack, obwohl wir nicht mehr drin sind. Nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Das ist alles eine Lüge. Jeder, der mir sagt, dass was passiert ist, ist ein Lügner. Als ob ich denen das verfehlt habe. Zack.
Nicht hinterfragen, bitte, wegen der plötzlich anderen Musik. Das war, das ist, sehr merkwürdig. Ich meinte logisch, hoch, ist das die falsche Melodie gerade zu dem Ort? Ist das merkwürdig? Okay, ich ziehe es nicht lange durch. So, please, stirb. Zack, do me a die, please. Yes, yes. Holonk. Kalonk. Oh, let's go. Fizz Widget. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Der ist mir ein bisschen weird, muss ich schon zugeben. Bitte? Bitte? Okay, dann verschwinde einfach. Obwohl, hier war gerade ein ganzer Raum voll mit denen. Das hätte, like, nur eine einzige Bombe gebraucht. Oh, das wäre sicher super satisfying gewesen. Schade. Mache ich sie jetzt einfach. Die räumt auf. Die Gravity-Bombe. Ist es Gravitationsbombe? Oder ist es wirklich nur Graf-Bombe? Die Graf-Bombe. Graf-Bombe! Sie hat den Titel eines Grafen. Das ist die Graf-Bombe. Wie heißt die Waffe? Nein, die ist wirklich Graf-Bombe. Gut, damals, Graf-Bombe. Zwar etwas komisch geschrieben, mit V und einem Punkt dahinter, statt einem F und ohne Punkt, aber ist das Graf-Bombe. Miau. Miau. Oh, wie freundlich, dass diese super lieben Lebewesen uns hier freiwillig helfen. Und die schreien aber immer so auf, als wäre es like der totale Schmerz und die gehen dann einfach unter. Ich glaube, die mögen es nicht, wenn wir auf deren Rücken raufspringen. Rutsche! Hui! Willkommen, willkommen! Wenn jeder einen Platz gefunden hat, können wir mit der heutigen Vorführung beginnen. Zunächst bräuchte ich einen Freiwilligen. Wer meldet sich? Sehr gut. Wie heißen Sie, Sir? Ratchet. Hey! Da sehen Sie ihn! Den Megacorp-Traktorstrahl in Aktion! Applaus für unseren Freiwilligen! Sir, warum nutzen Sie nicht unser spezielles Showangebot? Olle, Traktorstrahl! Danke, Sir! Sie werden sehr zufrieden sein. Aber sie werden sehr zufrieden sein. Der schmeißt mich auf die, like, auf die Fresse. Und danach denkt einfach so, wenn denen das Publikum, das sehr existierende Publikum, dann einen Applaus macht, dass es wieder gut macht. Er hätte jetzt, like, an allem demonstrieren können. Statt dass er die Plattform unter mir nimmt. Hui! Platinum Bolt, der allererste. Boah, ich habe schon ganz als Reflex gemacht, darauf zu gehen. Ich habe nicht mal erklärt. In dem Spiel hier gibt es ganz, ganz viele Secrets, die uns danach weiterhelfen können. Wir können hier Platin-Bowls einsammeln, die sind versteckt, übel verteilt. Das sind riesige Bowls, das Bowls waren die normale Währung und sowas, die wir hier zum Beispiel kriegen. Zack. Die sind versteckt und damit können wir später unsere Waffen upgraden. Zack. Und da sind wir schon wieder am Schiff. Olle! Woo! Mit Traktorstrahl und alles mögliche ein wenig hochgelevelt. Ich glaube, in der nächsten Folge können wir schon ein oder zwei Waffen auf die ultimative Form, die Omega-Variante, die hyper-coole Extra-Wurst-Waffe of Doom freischalten. Das werden wir dann auch tun. Leute! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an der Folge. Nächste Folge kommt Planet Magda Nebula. Wir waren Uzla gerade. Uzla. So ist der Planet. Uzla. Nächste Folge kommt Magda Nebula mit den geilen Gladiatoren spielen und so weiter dann. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns und wusch!